Schön, dass du dir Zeit für dich nimmst. Ich heiße Felix und die Meditation hilft dir bei Mental Load und Überforderung. Nimm zu Beginn eine bequeme Meditationshaltung ein. Und wenn du soweit bist, dann schließe deine Augen. Nimm 3 tiefe Atemzüge. Atme tief durch die Nase ein. Und durch deinen Mund wieder aus. Nochmal tief durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder ausatmen. Ein letztes Mal tief durch die Nase einatmen. Und die ganze Luft durch deinen Mund wieder ausatmen. Komm nun zu deinem natürlichen Atemfluss zurück. Lass deinen Atem ganz natürlich fließen. Es gibt Zeiten, bei denen viel bei uns los ist. Wir haben viele Aufgaben, To-Dos und Verpflichtungen und manchmal entsteht das Gefühl von Überforderung. Spür einmal in dich hinein und nimm wahr, was gerade bei dir los ist. Welche Dinge stehen aktuell bei dir an? Und stell dir vor, du wanderst auf einem Weg in der Natur und hast einen schweren Rucksack auf. All die To-Dos, Anforderungen und Aufgaben befinden sich in deinem Rucksack. Du merkst, wie es dich anstrengt, den Weg zu gehen, weil dein Rucksack so schwer ist. Du darfst nun deinen Rucksack auf den Boden legen und dir die Dinge anschauen, die so schwer sind. Was muss unbedingt erledigt werden und was kann vielleicht noch warten? Sortiere die Dinge aus und lass alle Sachen liegen, die du gerade nicht brauchst. Und füll nun deinen Rucksack wieder mit den wichtigen Dingen, aber lass ein paar Dinge auf dem Boden liegen. Setz den Rucksack wieder auf und nimm wahr, wie leicht er sich anfühlt. Mit einem leichten Rucksack lässt es sich viel einfacher gehen. Neben dir befindet sich eine Bank, auf der du nun deine Energie aufladen kannst. Stell dir vor, wie du dich auf die Bank setzt.
spüre nun einmal den Kontakt zum Boden. Du kannst nun deinen ganzen mentalen Ballast an den Boden abgeben. Stell dir vor, wie beim Einatmen neue, frische Energie in deinen Körper fließt. Und beim Ausatmen fließt der ganze Ballast an den Boden ab. Einatmen, neue Energie aufnehmen. Ausatmen, den Ballast an den Boden abgeben. Mache nun in deinem Rhythmus weiter und tanke neue Energie auf. Wir kommen nun langsam zum Ende der Meditation. Wie fühlst du dich? Du kannst nun den Weg mit neuer Kraft weitergehen. Selbst wenn dein Rucksack genauso voll ist wie davor, konntest du ihn gerade ablegen und neue Kraft tanken. Ich empfehle dir, diese Meditation regelmäßig zu machen, damit dein Rucksack nicht zu voll wird. Nimm noch einmal einen tiefen Atemzug und öffne beim Ausatmen wieder deine Augen. Schön, dass du dir Zeit für dich genommen hast. Welcher Ballast ist gerade in deinem Rucksack? Schreib es mir doch in die Kommentare. Damit du langfristig entspannter wirst, ist eine Achtsamkeitsroutine wichtig. Hierfür kannst du meinen Kanal abonnieren, damit du die neuesten Meditationen bekommst. Du kannst dich auch für unsere kostenlose 14-Tage Meditation Challenge anmelden. Ich hoffe, wir meditieren bald wieder zusammen. Bis zum nächsten Mal, dein Felix.